Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy 8. Wir sind, ich weiß gar nicht, wir haben das letzte Mal die Chocobos gemacht. Das ist gar nicht so lange her, das war vorgestern, als ich es aufgenommen habe. Aber ich habe schon wieder vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Ich improvisiere jetzt, wir holen uns heute einen GF und ich erkläre euch, wie man das macht und wo man das macht. Also, zuerst müssen wir erstmal dahin fliegen, wo man das wichtigste Item bekommt. Das haben wir uns schon geholt, ich will es nur noch mal kurz zeigen. Ich will da jetzt aber nicht reingehen, denn... Okay, ich habe Gegner 0 an, aber... Mittlerweile hängen da heftige Gegner drin, sowas wie Quals oder weiß ich gar nicht, was noch. Auf jeden Fall relativ starke Gegner. Dazu müssen wir hier nochmal in Richtung E-Star fliegen. Nochmal für euch zur Erinnerung, nicht zu nah an diese große Lunatic Pandora reinfliegen, dann startet ihr nämlich mit der Main-Quest und dann kommt ihr nicht mehr zurück und könnt nie wieder in irgendwelche Städte. So, jetzt muss ich kurz schauen, wo das hier war. Genau. Genau da unten, da unter diesem riesengroßen Turm, da müsst ihr unten reinlaufen, da unten reinlaufen. Also quasi jetzt da, wo direkt das Ding drüber schwebt. Und da unten drin, wenn ihr da ganz gerade durchlauft bis zum Zentrum von dem Ding, findet ihr den Ring des Salomon. Den braucht ihr erstmal, um dieses Ganze quasi zu starten. Wenn ihr euch fragt, woher bekommt man denn solche tollen Tipps dafür? Die bekommt ihr... Ich muss überlegen, wie ich fliege... Bestens eigentlich so. Die Tipps bekommt ihr aus den Occult Flans. Occult Flans, genau. Occult Fan 1 bis 4. Die sammelt man ja, beziehungsweise findet man ja relativ schwierig, außer dann halt in E-Star. Die letzten beiden, die findet man halt im Shop. Kann man es halt einfach kaufen. Aber man bekommt halt da die Tipps dafür, was man dafür machen muss. Da bekommt man halt die Tipps, dass man Eisenrohre braucht. Dann, ich weiß gar nicht mehr, ich will es auch nicht nachschauen. Jedenfalls, dass man noch ein paar andere Items braucht. So, jetzt fliegen wir noch zu einem Spot, wo es Gegner gibt, die zum Beispiel eben diese Eisenrohre droppen, denn das ist mit das größte Problem an dem Ganzen und den Rest bekommt man eigentlich, wenn man bisher relativ gut gearbeitet hat, so oder so. Man braucht halt zum Beispiel den Medizinwandler für das Ganze und ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Muss ich kurz schauen, sind wir hier schon richtig? Also wieder halb auf die Gleise stellen. Wie heißt der Spaß hier? Das ist die Galvadia-Großebene, wollte ich nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo das nochmal war. Ich weiß aber einen Wald, wo es auf jeden Fall gibt. Die Gegner. Also wir müssten die Monterosa-Hochebene. Ich weiß immer nicht so genau, wo das ist. Es könnte auch das hier sein. Weil es könnte auch die Galvadia-Großebene sein. Oh. Nee, das ist nicht. Glaube ich nicht. Oder? Oder? Doch das. Genau hier. Also hier gibt es die Gegner und die Gegner gibt es auch nochmal in dem ganz tollen Rosfullwald. Das kann ich... Genau. Da gibt es die Gegner, die man hier braucht. Was laufe ich eigentlich rum? Ich habe Gegner 0 gekoppelt. Ich bin doof, ich weiß. Was packen wir dem da drauf? Den packen wir drauf. Kann dann egal. Frag mich nicht, wie man die Gegner jetzt wirklich farmen soll. Man braucht halt nur 6 Eisenrohre, von daher ist das relativ Wurst. Mal gucken, was kommt. Kommen natürlich nicht die richtigen Gegner. Versuche ich mal zu fliehen. Ja. Sehr gut. Hallo Gegner, tschüss. Der braucht schon und Tschüss aus Final Fantasy X, ne? Voll die Pussy-Strat. Ja, ich gehe mal aus dem Wald raus. Die müssten halt auch hier kommen. Also wir brauchen ganz normalen Wendigos. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es hier bestimmte Stellen gibt, wo die öfter kommen oder nicht. Also man stolpert eigentlich immer einfach so über die, ne? Also die findet man halt schon. Das sind aber halt relativ starke Gegner, Wendigos. Zumindest im Early Game. Mittlerweile haust sie halt auch was weg. Zumindest hat das Lösungsbuch wieder gesagt, dass die hier sind, ne? Also, ihr kennt ja das Lösungsbuch. Ich probier's mal noch am Gebirge. Vielleicht sind sie auch da. Huch. So spielt das Spiel ja manchmal mit einem. Das, am Gebirge sind ja andere Gegner als an der Küste zum Beispiel. Gib mir die Enemies. Squall macht den Dance hier. Utz, utz, utz. Es kommen keine Gegner oder was? Ist das? Ah, doch. Ich wollte sagen, das wäre die ultimative Speedrun-Strat, wenn hier am Gebirge keine Gegner mehr kommen. Wieder nur so ein blöder Gegner.
würde sagen, wir belassen es dabei. Schnell ist noch eine Alternative. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die es hier gibt. Also, ich dachte auch, dass die hier wirklich kommen. Und zwar könnt ihr auch alternativ die Eisenrohre aus Invictus-Karten herstellen. Per Kartenwandler. Fragt mich nicht, was Invictus für ein Level hat. Ich glaube, ein relativ mittelgroßes. Hab wahrscheinlich schon drüber geblättert. Invictus, wo bist du? Zeige dich. Da. Daraus kann man auch Eisensohre herstellen. Also, das ist diese komische... Diese komische Dingenskarte, ne? Hier, dieses... Das kann ich euch mal zeigen. Das hab ich mir natürlich nicht das Level gemerkt. Hier, das Ding. Diese Karte braucht ihr. Nicht unbedingt, aber... Notfalls halt eben Wendigos farmen. Je nachdem, was halt einfacher ist. Ich probiere es noch einmal und wenn er dann nicht kommt, habe ich Pech. Oder ihr. Ich weiß, dass er hier sein sollte. Zumindest steht halt so da. So, da fehlen noch zwei Items. Beziehungsweise 12 Items und zwei verschiedene. Ne, Behelmehl. Ah, warte mal, den Behelmehl würde ich gerne töten. Den brauche ich noch. Das war doch ein Behelmehl, oder? Wie, der überlebt das? Was ist denn hier los? Globs hackt. Ah, so viel dazu. Gut. Dann, na gut, die letzten zwei Sachen fasse ich jetzt kurz, denn ich habe noch was anderes von dieser... Ah, Mist. Ja gut, der Loot ist auch sehr unwahrscheinlich, aber naja. Man kann es ja mal probieren. Gut. Fliege ich halt wieder. Und zwar... brauchen wir da noch zwei andere Items. Ich fliege jetzt da nicht hin, wo wir eigentlich hinfliegen müssten. Das eine wäre Mobuls. Mobuls findet ihr da, auf der Insel zum Paradies, um Mobulfühler zu bekommen. Alternativ könnt ihr euch die Mobulfühler auch wieder aus den Karten herstellen. Braucht ihr 24 Mobulkarten, um halt 6 Mobulfühler herzustellen. Das zweite zeige ich euch gleich, wenn wir da sind, wo ich hin möchte. Das ist da. Das sind 6 Megapillen 2 und das ist einfach nur eine Umwandlung von 60 Megapillen zu 6 Megapillen 2. Und dann haben wir es eigentlich schon. Da will ich hin. Ah, Selfie kann wieder nicht Auto fahren, Raumschiff fahren. Hallo, lande. Dankeschön. Vielen Dank. So, Mobulfühler habe ich schon, würde ich mal so behaupten. Habe ja immerhin ein bisschen im Tod zum Paradies gefarmt. Jetzt brauchen wir den Medizinmantler. Zeige ich euch das nochmal kurz. Da kann man aus Megapillen Megapillen 2 herstellen. Und das war es auch schon, mehr braucht man nicht. Um dann Doom Train zu bekommen, macht man einfach das hier. Geht ins Item-Menü, sucht sich den ersten Gegenstand, den man sich geholt hat. Nämlich, wie hieß es nochmal, Ring des Salomon. Mir fehlen Eisenrohre, oder? Mir fehlen wirklich Eisenrohre. Vorbereitung ist alles. Ich guck mal, vielleicht finde ich noch Eisenrohre. Eisenrohre. Kann man das nicht alphabetisch sortieren? Das wäre deutlich einfacher. Habe ich gar keine Eisenrohre? Das wäre ja bitter. Okay, da muss ich jetzt... wow. Dann muss ich jetzt Eisenrohre finden. So viel dazu. I'm so good at this game. Also wieder zurück. Wieder zurück nach Galbadia. Eigentlich ist das Suchen kürzer, oder? Hätte ich jetzt wenigstens noch einen zufällig gefunden und dem 6 Eisenrohre geklaut, aber nein. Gucke ich jetzt mal mit einer Hand fix, ob das auch wirklich stimmt, was ich mir aufgeschrieben habe. Hell? Ah, da. Und zwar suche ich die Wendigos. Da. Ja. Timborosfullwald. Und Monterosa-Ebene. Unten der Raketenbasis oder bei der Raketenbasis. Aber. Nee.
Warte mal, die ist ja eigentlich relativ groß, die Monte Rosa-Ebene, oder? Die ist ja nicht nur so klein. Die ging doch hier bis darüber, glaube ich. Das gibt's denn auch dann hier im zweiten Teil erst. Guck ich mal, ob ich hier richtig bin. Ob ich wirklich richtig bin, sehe ich, wenn der Gegner kommt. Nee, das ist egal, weil die ja groß Ebene. Dead sucks. Dann halt er wieder hier hin. Schön auf die Schienen. Ah nee, knapp dahinter. Boah, das sind nicht Parking Skills, ne? Naja, fast. Ja, da fahren wir uns jetzt halt ein paar Eisen hoch, ne? Mir sollte recht sein. Ich meine, immerhin mal andere Gegner. Und teilweise auch Behel-Mehels, die ich eh noch brauche. Da haben wir schon mal wieder Wendigo. Probieren wir es mal mit Rauben direkt. Denn 16.000 HP hat er. Wenn ich jetzt keine Gunwelt auslöse. Gut, Problem gelöst. Wir können gehen. Gott, Wunderbärchen, Pupärchen. So. Und wenn man das dann geschafft hat, endlich, dann kann man, wie ich halt eigentlich schon zeigen wollte vorhin, unter Items, irgendwo hier hinten dann, irgendwo hier hinten dann, da, den Ring des Salomon benutzen. Habt ihr mich gerufen? Mein Name ist Doomdrain. Ich werde euch helfen. Ja, einfach nur, weil wir die Items besitzen, oder was? Naja, ist gut. Gut, damit hätten wir jetzt das ganze Bild hier vollständig. Wir haben alle GF, die hier stehen zumindest. Da fehlen noch ein paar. Also, nicht die hier stehen, aber wir haben es auch endlich einen Junk Shop, den wir mitnehmen können. Auch eine der nächsten Folgen dann, wenn wir hier Junk shoppen. Können wir fix mal reinschauen. Habe ich ja letztens schon gemacht, brauchen wir nicht reinschauen. Brauchen wir nicht reinschauen. Schön. Gut, da werde ich jetzt wieder was vorbereiten. Deswegen speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, dann wenn wir, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir Quistes, Blaue Magie, die ganzen Specials und dann machen wir in der übernächsten Folge, wie heißt es, hier, der Waffen, natürlich, der besten Waffen, klar, wichtig. Also dann, bis zur nächsten Folge, mach's gut und tschüss.